Hallo, da sind wir wieder, eure lieben guten alten Freunde Michi und Jespi. Ja, liebe Freunde von Norden nach Süden, von Osten nach Westen, da sind sie wieder, eure lieben guten alten Michi und Jespi. Genau, auf geht's. Jespi ist schon wieder 4 Meter kleiner als ich. Jetzt gibt's gleich wieder Schimpfe von Kerstin. Nein, Jespi gibt's ja nicht Schimpfe. Achso, ich werde hier nur zusammen geschissen, na gut, das passt. Gabi macht das Studio aus. Das wäre böse. Das ist schade, dass man das nicht so noch individueller gestalten kann, diese Dann wird es Schalupp genannt. Ne? Ja. Hast du bestimmt Studio genannt? Nee. Das heißt Schalupke alles hier. Das ist allerdings wirklich Alter, fiese. Wenn man die Codes wüsste, die man sagen müsste, könnte man hier alles abschalten im laufenden Betrieb. Ja. Eben. Ja. Und wenn man sie nicht weiß und dann aus Versehen sagt. Das stimmt auch. Das sieht aber auch cool aus. Jetzt habe ich Angst vor dir. Ah, jetzt ist wieder an. So ein bisschen gedimmt, oder? Ja, so ist, was sagt die Chefin? So ist gut, Chefin sagt, so ist okay. Ja, es ist total ein Bluescreen-Effekt irgendwie. Ja, aber es könnte jetzt im Hintergrund irgendwie einen Rollercoaster einblenden. Von der Linearverbreitung. Ist ja auch klar, das Einzige, wo ich Jesper natürlich recht, nee, ich gebe Jesper immer recht, aber in diesem Fall ist es natürlich so, du musst die Alterszielgruppen bedenken. Siehst du ja an uns beiden, wir sind schon zu zweit und älter. Steinalt. Und die jungen Leute, so wie Jan, da gibt es dann nur einen. Und von daher. Genau, der schaut auch offline, also online nicht. Also das Hauptproblem, ne? Der muss guckt gar keinen Fernsehen. Nee, der muss linear gucken, weil da gibt es ja kein Internet. In Österreich gibt es kein Internet, richtig. Das war, da war noch was. Tja, ich kann das. Sieht ein bisschen bekloppt aus, wenn ich das so oben drüber ziehe, ne? Es sieht mega bekloppt aus. Aber warum eigentlich nicht? Es ist ja nicht warm genug im Nein. Studio. Ja, seit wir diese scheiß LED-Scheinwerfer haben, wird ja auch nicht mehr warm. Ich kann hier gerne 50 kW unter die Decke hängen, dann wird dir kuschelig warm. Da ist er ja hier schon. Und hier funktioniert das nur deshalb, weil es in meinem Zimmer ist und hier nur Leute sind, die ich kenne und auch nur drei. Er sagt immer, ich will nach Hause, obwohl er ja schon zu Hause ist vor der Sendung. Ich will nach Hause. Ich bin schon zu Hause. Gleich kriegen wir jedenfalls das berühmte Kommando Schuhe bitte und dann müssen wir schuhig sein. Und Matthias trägt dann die Nachrichten vor. Das hinter die Uhr. Hat die Uhr hinter sich. Das sieht echt Hallo Lisa. Genau. Habt ihr schon mal ein Best of Lisa Special zusammengeschnitten? Nee, eigentlich? Muss ich auch noch machen. Die macht ja nicht so viel. Also manchmal liegt hier so ein bisschen Leckerli unter meinem Bein. Das dann beißt geht dann sie schon da rein. Ab. Ach, was sonst? Jetzt gibt's noch nichts. Erst wenn die Sendung läuft, junge Frau. Versuche ich nochmal zu. Wir wollen ja für unsere 200. Sendung, die am 25. Mai ist, baggern wir an allerlei Promis rum, die uns natürlich nur feiern sollen, mehr nicht. Und auch an Böhmi, also an Jan Böhmermann, weil der ist das ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir und Jespi ist mit ihm zur Schule gegangen und wir versuchen mal. Also ist 8 Jahre nach mir zur Schule gegangen, auf meiner Schule. Okay. Er lebt in derselben Stadt wie du. Ja, also. Manni. Oh, da sind schon ein paar im Chat. Schönen guten Abend. Das habe ich geschrieben. Ja, das merkt man auch. Weißt du? Was liest man da? Da unten, ja, kommt immer die Uhrzeit und alle paar Minuten dann der. Ich bin ganz besonders stolz auf mein handgemaltes Apfeltalk-Logo da. Und eigentlich ginge auch zum Beispiel die Live-Zuschauerzahl, aber die ist nicht so erbaulich, deswegen blenden wir die nicht ein. Jetzt. Bim, bim, bim. Aha. Nee, jetzt 22.110. Wahnsinn, oder? Sieht man da auch die YouTuber gleich? Oh ja, lass mal drauf, dann kann ich mal sehen, wie viele YouTuber wir sind. Aber ich glaube so 5.010 oder so. 5.015. Oh cool. Es wird, langsam aber sicher wird. Wenn wir so weitermachen, sind wir schon in 100 Jahren. Haben wir so viel wie Alexi Becki. Also auf meinem Bild sehe ich mich live und auf dem anderen ist immer so ein bisschen. Ja, genau. Sieht merkwürdig aus. Ja, ist ganz merkwürdig. Eben, genau. Aber das machen wir deshalb, weil wir nachher, ich habe auch ja ein bisschen dich gestalkt im Netz und ein paar Fotos gefunden. Und die wollen wir natürlich noch zeigen und damit du die auch sehen kannst, damit du da auch was zu sagen, damit du dich dafür rechtfertigen kannst. Genau. Dann immer so, solche Sachen, das wollen wir sehen. Hier weißer Apfel auf weißem. Genau. Willst du eins haben? Also, nein. Ich habe ein weißes mit Apfel drauf. Wirklich? Ja. Ehrlich gesagt habe ich das einzige passende T-Shirt an. Da steht nämlich drauf,
Ich weiß es doch auch nicht. Genau. Ah, himmlische Ruhe ist das schön. Oh, ich glaube, wir lassen das so. Es ist so böse. Einer muss ja hier mal irgendwie jetzt auch sich um die Sendung kümmern. Ach echt? Ach, Kerstin, Entschuldigung, wir ja nicht. Also ich begrüße in dieser Kamera. Aha. So, dann mal guten Abend zusammen. Ja, was schnarzt denn hier so? Das geht dich in Feuchten an. Jetzt hör auf, hier noch irgendwelche Themen auf. Ich Probleme zu finden. Ja. Ich freue mich schon, wenn die Reinigungskraft reinkommt. Das hatten wir schon mal bei euch. Das hatte Wolfgang, glaube ich, der hatte dann extra eigentlich einen Zettel geschrieben. Das hat aber trotzdem nichts gebracht. Hat nichts gebracht. Kam rein. Kam rein, wollte ihn raussaugen. Wegen so viele Zettel an den Türen, da gucken die nicht drauf. Ich habe jetzt zusätzlich zum Zettel auch noch abgeschlossen. Okay. Das ja, die haben doch einen Schlüssel. Wie sollen die sonst sauber machen? Genau, aber nicht irritieren lassen. Nicht irritieren lassen, du siehst uns dann gleich wieder und dann machen wir noch unser Feierabend-Selfie. Das hat super Spaß gemacht. Das hat sehr, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Sehr gut. Ich hoffe, es hat auch für dich Spaß gemacht. Ja, hat's.